es mir, mein Freund, dass ich dich welken seh an Geist und Sinn. Und fruchtlos sehen muss ich auch das schöne Band, das 10 Jahre uns vereint. Auch diese inhaltvolle Stunde, in welcher wir so vieles hören durften, was Licht in dunkle Seelentiefen strahlt, sie hat nur Schatten dir gebracht. Ich konnte nach so manchem Worte, das unser Redner eben sprach, im eigenen Herzen mitempfinden, wie tief es dich verwundet. So leider ist es. Ich fühle, wie verschwunden der Seele frühes Feuer. Schaut mein Auge in Glanz der Dinge, in Sonnenlicht verbreitet über sie. Fast fühllos bleibt mein Herz, in wechselnde Luftstimmung hingeleitet über meinen Umkreis. Es regt sich nicht die Hand zu zwingen in die bleibende Gegenwart, was flüchtig Element gewaltet, aus Daseinsgründen zaubert vor die Sinne. Mir lustvoll, nicht mehr der Schaffenstrieb, und Dumpfheit breitet über all mein Leben sich. Es spricht dies alles zu mir so ganz eigenartig. Nicht so, als ob an mir es wäre, zurückzustoßen das Erlebte. Es scheint mir fast, als könnte dieses Etwas meine Art in sich nicht dulden. Ich muss im vollsten Sinne mich bekennen zu euren letztgesprochenen Worten. Und schärfer möchte ich sogar betonen, dass alle Wirkung auf die Seele, die wir erblühen sehen aus Ideen, entscheiden darf in keiner Weise, was an Erkenntnis wert sie werden. Ob Wahrheit oder Irrtum in unserem Denken liegt, darüber kann allein nur richten, des echten Wissens wahrsprechen. Und niemand sollte ernstlich leugnen, dass solcher Prüfung wohl in keiner Art gewachsen sich erweisen kann, was hier nur scheinbar klar sich zeigt und Lösung höchster Lebensrätsel bieten will. Es spricht berückend zu dem Menschengeist und lockt doch nur des Menschen gläubig Herz. Man meint zu öffnen Türen in die Reiche, vor denen ratlos und bescheiden die streng bedächtige Forschung steht. Und wer in wahrer Treue zu dieser Forschung lebt, ihm ziemt es zu bekennen, dass niemand wissen kann, woraus des Denkens Quellen strömen und wo des Daseins Gründe liegen. Vor meinem Geiste steht ein Bild im Lichtesschein und Worte tönen mir aus ihm. Zeiten fühle ich mich und Menschen kann ich schauen, die jetzt noch nicht im Leben. Sie schauen auch das Bild, sie hören auch die Worte. Sie klingen so. Ihr habt gelebt im Glauben. Ihr wart getröstet in dem Schauen. Nun seid getröstet in dem Hoffen. Nun seid erquickt durch mich.
Ich lebte in den Seelen, die mich gesucht in sich, durch meine roten Wort, durch ihre Andachtkräfte. Ihr habt geschaut der Sinne Licht und musstet glauben an des Geistes Schöpfermacht. Doch jetzt ist euch errungen ein Tropfen edler Sehergabe. O, fühlet ihn in eurer Seele. Bleib eine Weile bei mir. Es ist mir bang. Ach, so bang. Was ist dir? Sprich. Erst unseres Führers Worte, dann dieser Menschen bunte Reden. Ins Mark schrei ich mir. Wie konnten diese Rede dein Herz so stark ergreifen? In diesem Augenblick war mir ein jedes Wort ein furchtbar Zeichen der eigenen Nichtigkeit. Es war gewiss bedeutsam, in kurzer Zeit ergießen sich zu sehen, so viel von Menschenwesenheit und Lebenskämpfen in dies Zusammenspiel der Leben. Doch ist es ja die Eigenart des Lebens, das wir führen, des Menschengangs zum Sprechen zu erwecken. Und was sich sonst begibt in langer Zeit im Lauf, enthüllt sich in wenig Stunden. Ein Spiegelbild des vollen Lebens, das mich so klar mir selbst gezeigt. Die hohe Geistesoffenbarung hat mich dazu geführt zu fühlen, wie eine Seite nur des Menschen so manchen sich wirkt, der ganz sich glaubt als Wesenheit, die vielen Seiten zu vereinen in meinem eigenen Selbst, betrat ich kühn den Weg, der hier gewesen ist. Er hat ein Nichts aus mir gemacht. Was ihnen fehlt, ist mir bewusst. Bewusst ist mir jedoch nicht minder, dass sie im Leben stehen, ich im wesenlosen Nichts. O Mensch, erkenne dich! O Mensch, erkenne dich! Du führst zurück mich wieder in meines eigenen Wesens Kreise. Doch wie erkenne ich mich wieder? Mir ist verloren Menschenform. Wilder Wurm erscheine ich mir, aus Lust und Gier geboren. Und klar empfinde ich, wie eines warmes Nebelbild, die eigene Schreckgestalt bisher verborgen mir gehalten hat. Verschlingen muss mich eigene Wesenswildheit. Ich fühle, als verzehren Feuer durch meine Adern rinnen jene Worte, die mir so urgewaltig sonst der Sonnen und der Erdenwesen offenbarten. Sie leben in den Pulsen, sie schlagen mir im Herzen und selbst im eigenen Denken fühle ich die fremden Welten schon als wilde Triebe lodern. Das sind des Wortes Früchte. O Mensch, erkenne dich! O Mensch, erkenne dich! Da, aus dem finstern Abgrund, welch Wesen glotzt mich an? Ich fühle Fesseln, die mich an dich gefesselt halten. Wer bist du, schauervolles Wesen? O Mensch, erkenne dich! Oh, ich erkenne dich! Ich bin es selbst! Erkenntnis schmiedet an dich, verderblich Ungeheuer! Mich selbst, verderblich Ungeheuer! Entfliehen wollt ich dir! Geblendet haben mich die Welten, in welche meine Torheit floh, um von mir selber frei zu sein.
Geblendet bin ich wieder in der blinden Seele. O Mensch, erkenne dich! Immer mehr ein dunkles Rätsel. Du kannst mir wehren nicht die bange Lebensfrage. Warum verderb ich Freund und Kind, wenn liebend ich versuch, das Werk an ihnen zu verüben, das mich die Geistesweisung als gut erkennen lässt im Herzen? Du hast mich an die hohe Wahrheit oft gewiesen, dass Schein sich breitet an des Lebens Oberflächen. Doch muss ich Klarheit haben, soll ich ertragen dies Geschick, das grausam ist und Böses wirkt. Es formt sich hier in diesem Kreise ein Knoten aus den Fäden, die Karma spinnt im Weltenwerden. O Freundin, deine Leiden sind Glieder eines Schicksalsknotens, in dem sich Göttertat verschlingt mit Menschenleben. Du gibst mir Licht, doch Licht, das mir die Kraft des Sehens raubt und mich mir selbst entreißt. Bin ich denn eines Geistes Mittler nur und nicht mein eigen Wesen, dann duld ich nicht länger die Form an mir, die Maske und nicht Wahrheit ist. Oh Freundin, was ist dir? Es schwingt deines Blickes Licht zur Säule mit deinem Leib. Ich fasse deine Hand. Sie ist so kalt. Sie ist wie tot. Mein Sohn, du hast der Proben viel erfahren. Du stehst in dieser Stunde vor der Stärksten. Du schaust der Freundin Leibeshülle. Vor meinem Blick jedoch entschwebt ihr selbst in Geistersphären. Empfinde mich, du hast dich entrungen der Geistesführung und bist geflohen in freie Erdenreiche. Du suchtest eigenes Wesen in Erdenwirrnis, dich selbst zu finden, es war dir los, es war dein Lohn, du fandest mich. Es wollten Geister dir Schleier vor die Sinne legen. Ich riss entzwei die Schleier. Es wollten Geister in dir nur ihrem Willen folgen. Ich gab dir eigen Wollen. O Mensch, erkenne dich. O Mensch, empfinde dich. Geistes Finsternis, du hast gefunden,
der Erde Licht. So sauge Kraft der Wahrheit aus meiner Festigkeit. Ich härte sicher Boden. Es wollten Geister der Sinne Schönheit dir entreißen. Ich hülfe diese Schönheit in dichtem Licht. Ich führe dich in wahre Wesenheit. O Mensch, erkenne mich. O Mensch, empfinde dich. Das ist das Zeichen, von dem Benediktus sprach. Beide Mächte stehen vor der Seelenwelt. Die eine lebt im Innern als Versucher, die andere trübt den Blick, wenn er nach außen ist gerichtet. Die eine nahm des Weibes Form jetzt an, das mir den Seelenwahn vors Auge brachte. Die andere findet sich in allen Dingen. Doch sie, welch sonderbares Wesen. Es ist, als ob der Fels es selbst geboren hätte, aus welchem Weltengrunde erstehen solche Wesen. Möchte gerne übersetzen in meine Art, die deine. Erwächst in Menschenhirnen, es dient der Erdenoberfläche, doch in die Tiefen dringt es nicht. Es spukt
ein neuer Aberglaube in klugen Menschenköpfen. Sie richten ihren Blick in Urbeginne und wollen in den Geistersphären Gespenster sehen, nur erdacht aus Sinnen fahren. Ich bin der Geist des Erdgehirns. Im Menschen lebt von mir ein zwerghaft Abbild nur. Es wird so manches drin gedacht, das Spott nur auf sich selber ist, wenn ich es in der Größe zeige, wie es in meinem Hirn erscheint. Darum verspottest du auch mich? Ich muss recht oft dies Handwerk üben, doch hört man mich meist nicht. Ergriffen habe ich die Gelegenheit, einmal auch da zu sein, wo man mich hört. Es haben dich erweckt zum Schauen die Brüder, die im Tempel Dienste tun. Doch kannst du nur erkennen, dass Wahrheit das Geschaute ist, wenn du in Geistesreichen wiederfindest ein Wesen, dem du schon in Sinneswelten, im tiefsten Sein verbunden bist. Dass dir dies Wesen hier entgegentreten kann, entsandten mich die Brüder dir voraus. Es war die schwerste deiner Proben, als ich hierher gerufen war. Ich bat den Führer Benediktus, zu lösen mir das Rätsel meines Lebens, das grausam mir erschien. Und Seligkeit entströmte seinen Worten, als er von seiner Sendung sprach und meiner. Er sprach mir von dem Geiste, dessen Dienst die Kraft in mir gewidmet solle sein. Ich höre oft euch wiederholen, dass ihr die Künstlerschaft allein der Gabe dankt, bewusst in anderen Welten zu empfinden, und dass ihr nichts in eure Werke legen könnt, was ihr nicht erst im Geist erschaut. Ich sehe an euren Werken, wie der Geist sich wirksam offenbart. Noch nie verstand ich euch so wenig. Es hat doch so in jedem Künstler lebendig sich der Geist erwiesen. Was unterscheidet den Thomasius von anderen Meistern? Ich habe nie bezweifelt, dass Geist im Menschen wirksam sich erweist. Doch bleibt ihm sonst des Geistes Wesen unbewusst. Er schafft aus einem Geiste, doch er versteht ihn nicht. Thomasius jedoch erschafft im Sinnenreich, was er bewusst im Geiste schauen kann. Und er gestand mir immer wieder, dass seiner Art kein anderes Schaffen möglich ist. Es schafft im Künstler Geisteskraft, wie sie im Baume oder Stein schafft. Erkennen aber kann sich nicht der Baum. Es kann dies nur, wer ihn betrachtet. Der Künstler liegt in seinem Werk und nicht in Geisterfahrung. Und kann ich ihre Seele nicht versuchen, wird meine Kraft im Geiste ihnen erst die schönsten Früchte reifen lassen. Johannes und Marias Seelen, sie haben Irrtumsfinsternis in sich vertilgt. Das Geistesauge haben sie eröffnet. Ich muss auf ihren Geist verzichten. Sie werden sich zum Lichte wenden. Doch bleibt mir's unbenommen, die Seelen mit dem Scheine zu beglücken. Sie werden nicht mehr glauben, dass er die Wahrheit sei. Doch schauen können
wie er sie offenbart. Es war dein Schicksal eng verbunden mit deiner höheren Schwester Leben. Ich konnte ihr der Liebe Licht, doch nicht der Liebe Wärme geben, solange du beharren wolltest, dein edles, aus dem dunklen Fühlen nur in dir erstehen zu lassen und nicht in vollem Weisheitslichte es klar zu schauen, dir erstrebtest. In dunkler Triebe Wesen reicht des Tempels Einfluss nicht, auch wenn sie Gutes wirken wollen.